Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und herzlich willkommen zu einer Runde Herrschaft im Wald der Ardennen. Gespielt wird heute mit der Type 100 in der Infanterieklasse, das heißt drei Aufsätze und da haben wir Schnellziehen, den Griff und erweiterte Magazine. Dazu haben wir Abschussserien, das Aufklärungsflugzeug, dann die Gleitbombe und den Artillerieschlag, liebe Freunde. Und ich sage euch eins, ihr werdet hier heute in diesem Gameplay sehr häufig die Unstoppable-Medaille sehen, denn das Gameplay ist mal ein richtig leckerer Drops. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Das läuft eigentlich nur so ein bisschen im Hintergrund. Ich möchte so ein bisschen auf euer Feedback eingehen. Ich habe mir gerade eben alle Kommentare unter meinem letzten Call of Duty Video durchgelesen. Vielen lieben Dank für 443 Kommentare. Ich fand es sehr geil, dass ihr schön diskutiert habt. Natürlich gab es auch mal ein paar Beleidigungen. Ein paar Leute habe ich da auch weggebannt. Aber ich habe mir auf jeden Fall alles durchgelesen und möchte heute so ein bisschen meine Meinung zu euren Kommentaren sagen. So, da gibt es das erste Kommentar. Seit wann gab es damals elektronische Rotpunktvisiere? Dann kam, das ist aufgemalt, die gab es trotzdem nicht. Bla 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 bla, bis zum geht nicht mehr. Und ich sage auf der einen Seite, ey Leute, ich weiß, ich habe mich damit nie befasst, ob es damals Rotpunktvisiere gab und was weiß ich. Interessiert mich auch gar nicht. Ich spiele dieses Spiel, weil ich Spaß auf so einen Shooter habe und nicht, weil mich irgendwie, weil ich eine Simulation haben möchte, wo es so authentisch wie möglich ist. Denn dann sind wir bei COD alle definitiv an der falschen Adresse. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu, oder? Und das ist eine Diskussion, wo man einfach versucht, irgendwas Negatives zu finden. Und ich finde, man gibt dort den Entwicklern irgendwie, ja, nicht die Ehre, die ihnen gebührt. Meiner Meinung nach. Ist einfach nur meine Meinung. So, dann kommen wir zur Grafik. Es wurde sehr, sehr hart über die Grafik hergezogen, nach dem Motto, die würde auch auf der PS3 oder auf der PS4 laufen. Erstmal muss man sagen, es ist nur eine Beta. Das ist ein Punkt. Ich glaube wirklich, dass sie hier in der Version ein bisschen reduziert haben. Ich glaube, dass dann noch so ein kleiner, ich nenne es mal ein kleiner Feinschliff kommen wird. Nicht viel, aber ich glaube schon so ein klein bisschen. Und selbst wenn nicht, ich meine, wir spielen auf der PS4 und ja, sind halt da auch ein bisschen dran gebunden, sage ich mal. Aber ich finde es jetzt nicht als so dermaßen schlimm oder tragisch an. Also auch da kann ich auch so ein bisschen auf eine Grafik verzichten. Ja, Battlefield 1 hat eine schönere Grafik, was das angeht. Aber ich finde nicht, dass die Grafik sich jetzt irgendwie so dermaßen verstecken müsste. Und da auch die Sache, wenn man halt so eine Grafikhure ist, weiß ich nicht, ob man da bei einem Call of Duty auch an der richtigen Stelle ist. Weiß ich nicht. Also, wie gesagt. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Die Motivation. Was ist die Langzeitmotivation? Und da möchte ich gerne auch in diesem Video ein paar Meinungen wieder neu haben. Wie, denkt ihr, kann sich so eine Langzeitmotivation bei so einem Spiel überhaupt aufbauen? Durch Visitenkarten, durch Titel. Für mich war die große Langzeitmotivation damals bei Black Ops 3. Das Spiel, was ich mit Abstand am meisten gesuchtet habe. Sogar noch mehr als MW2. Muss ich ganz ehrlich sagen, für mich ist die Langzeitmotivation bei BO3 gewesen Dark Matter, also sprich eine Tarnung. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was die Entwickler sich überlegen, was sie sich einfallen lassen, um hier ein bisschen, ja, die Langzeitmotivation reinzubringen. Denn einfach nur durch ein bisschen, durch eine Visitenkarte etc., ich glaube, das reicht nicht mehr. Oder? Wie denkt ihr drüber? Schreibt mir das bitte mal in die Kommentare. Dann etwas, was mich auch stört, was auch viele kritisiert haben, ist der Waffensound. Und auch da glaube ich, dass wir da noch ein bisschen mehr bekommen werden. Ich glaube, wenn die fertige Version draußen ist, werden wir da noch ein bisschen mehr bekommen. Da werden wir noch einen Feinschliff bekommen, zumindest glaube ich es. Ob es so sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube einfach, dass die fertige Version größer sein wird und dass da nochmal so ein Feinschiff drüber ist und dann auch der Waffensound ein bisschen besser klingt. Wird es so sein? Ich habe keine Ahnung. Ich vermute es einfach nur und hoffe es auch. So, dann, was mir sehr gut gefällt und wo auch bisher, wo ich nicht sehr viel Negatives drüber lesen konnte, waren die Abschussserien. Ich finde, dass die Abschussserien einigermaßen gut gelungen sind. Gut, die Fallschirmspringer waren ein bisschen schwach. Das war auch so ein bisschen, was rausgekommen ist. Also sprich, die Fallschirmspringer könnten ein bisschen stärker sein. Aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz cool. Ich hätte mir hier auch Schäferhunde gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder irgendwelche Hunde. Also ein paar Wauzis wären geil gewesen. Haben wir leider nicht bekommen. Aber ansonsten finde ich die kompletten Abschussserien auch wie so, ich sag jetzt mal, wir brauchen ja nicht drüber reden, aber die Gleitbombe ist halt die Predator.
Und ich finde es schön, wie sie diese Predator, die wir alle kennen, mitgenommen haben, verändert haben und daraus die Gleitbombe gemacht haben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ziemlich cool. Dann was gibt es noch zu sagen? Leider, und das ist halt unsere Community, man hat es sehr häufig gemerkt während der Beta, es wird halt sehr viel rumgehopst. Jeder hat einen modifizierten Controller, egal ob von Scuff, Burn, King und hast nicht gesehen. Da wird halt rumgehüpft bis zum geht nicht mehr. Und das ist halt schon, muss man ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen heftig. Und ich hoffe, dass sich das noch so ein bisschen reguliert. Ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss da so ein Spieleentwickler überhaupt auf so ein Game hat in diesem Bereich. Ob das überhaupt machbar ist, ob das überhaupt möglich ist oder nicht. Was glaubt ihr? Hat er da überhaupt großartig Einfluss drauf, das zu verändern oder zu beeinflussen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So. Dann haben einige geschrieben, man zockt es 3 Wochen und es liegt dann wieder in der Ecke. Da haben wir die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Wir haben die Möglichkeit, aus diesem Spiel etwas zu machen. Ich glaube, dass das Spiel bocken kann. Also mir hat die Beta auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hätte jetzt gerade, ehrlich gesagt, Bock, das Spiel reinzuwerfen. Jetzt ist auch die Frage, warum? Ist gerade momentan nichts anderes da, was man irgendwie spielen kann? Ist es der kleine Hype, irgendwie die Vorfreude auf dieses Spiel? Woran liegt es? Was ist der ausschlaggebende Punkt? Ich glaube schon, dass sich das Spiel definitiv länger halten kann als 3 Wochen. Ich glaube es. Ob es nachher so sein wird, das entscheiden wir Zuschauer. Übrigens hier, wenn man mehrere Aufklärungsflugzeuge hat, dann hat man hier so eine wunderschöne, so eine Art Orbitalsatellit, was ich auch sehr schön finde. Also diese komplette Ausarbeitung mit den Perks, beziehungsweise wie sie es gelöst haben, mit den einzelnen Klassen, mit den Modifikationen, finde ich sehr geil. Ist auch was Neues, ist auch was Innovatives, wo leider auch nicht wirklich sehr viel Wert drauf gelegt worden ist in den Kommentaren. Da könnt ihr jetzt nochmal hier Gas geben. Übrigens hier, ne, schön mal gemütlich aufgeräumt. Und ihr seht schon oben die Medaillen hageln rein. Das Gameplay ist natürlich nicht von mir gespielt worden, sondern von Mr. Schlange. Ich kriege so ein Ding nicht mehr hin. Glaube ich zumindest nicht. Und sagen wir ganz ehrlich, jeder, der irgendwie hofft auf Weihnachtsnoobs oder ähnliches, den muss ich, glaube ich, eher enttäuschen. Ich glaube, Weihnachtsnoobs werden wir so in der Form nie wieder erleben, weil einfach die Community viel zu hart eingeschworen ist, etc. Da hat mich jemand gefragt, was mich an den Waffen stört. Ich finde, dass man jetzt schon anhand der Beta feststellen konnte, welche Waffen zu stark waren. Welche Waffen, wie zum Beispiel Type 100, die STG 44, das waren Waffen, die halt, das waren halt Waffen, die halt richtig eingeschöppert haben und wo andere Waffen halt nicht, ich sag mal, nicht mitziehen konnten. Ich sag mal bewusst nicht mitziehen konnten. Und das ist dann halt schon, da würde ich mir wünschen, dass da noch ein bisschen mehr gebalanced wird. Übrigens, jetzt hier seht ihr gerade die 30er-Medaille, die jetzt reingekommen ist. Jetzt gleich gibt es auch noch, ich glaube, Unstoppable. Da wird nochmal hier, da oben, 30er Unstoppable, 30 plus. Also Respekt an Schlange, der hier ein 46:2 hingelegt hat. Richtig saftiges Gameplay. Ich wünschte, ich könnte wirklich auch so spielen. Aber dafür fehlt mir definitiv harter Skill. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt auf eure Kommentare. Was haltet ihr von so einem Basher-Gameplay? Dann was wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch einen World to Commander vom eurem alten Krieger, vom alten Hasenkrieger? Wünscht ihr euch sowas? Wenn ja, wer soll mit dabei sein? Schreibt mir mal ein paar Kommentare. Ohne Scheiß, es hat mir echt wieder Spaß gemacht, wieder viele schöne, auch positive Kommentare zu lesen, eine vernünftige Konversation in den Kommentaren zu haben. Lob ich mir. Dazu noch 54.000 Aufrufe. Sehr geil. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr natürlich diesen Kanal abonnieren. Ich werde erstmal, das wird morgen, glaube ich, in einem Video kommen oder übermorgen, auch nochmal einen kleinen Urlaub einlegen, bevor FIFA kommt. Dann werden wir FIFA suchten. Und dann, wenn wir mit FIFA schon, was weiß ich, 4.000 Euro auf den Tisch gelegt haben, dann hüpfen wir zu COD. Ich bin raus. Macht's gut. Gut Schuss. Bis zum nächsten Mal, euer Commander Krieger. Und jetzt dürft ihr den Like-Button richtig misshandeln. Tschüss.